Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute noch eine Buchstellung für euch. Irgendwas ist da. So. Ja, ich habe heute ein wirklich, wirklich, wirklich geiles Buch. Es wird drin gemetzelt, es ist verdammt spannend und es ist göttlich. Ich liebe es, ich habe es verschlungen und ich habe mir echt ständig gedacht, und ich fand es richtig gut. Und von diesem Auto habe ich mir auch noch weitere Bücher gekauft. Vorsicht. Entschuldigung. Trockener Hals. Von diesem Auto habe ich mir noch viele mehr Bücher gekauft, weil ich dieses Buch so geliebt habe. Es ist genau nach meinem Geschmack. Es wird nicht langweilig. Es ist einfach ständig spannend und es ist geil. Ja, und dieses Buch ist, wie ihr es oben wahrscheinlich schon überhaupt nicht lesen könnt, von Jack Ketchum, Beutezeit. Und ja, hinten steht, wenn Menschen zu Bestien werden. Es geht um eine Frau, wie heißen die? Auf jeden Fall, es geht um so einen kleinen Ort an der Küste und da ist ein Ferienhaus und es wird vermietet und da geht so eine junge Frau hin, alleine, Autor, glaube ich, ist sie. Und das ist halt mittendrin und ja, sie wird davon, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Wie nennt man Menschen, die Menschen essen? Oh Gott. Egal, auf jeden Fall, diese Menschen beobachten sie und sind immer neben ihrem Haus nachts und sie checkt das nicht, weil es halt so dunkel ist draußen und wird immer beobachtet und ja, und spürt zwar, dass da irgendwas da draußen rumrennt, aber sie sieht es ja nicht. Am Anfang, also ich glaube, der erste Kapitel des Buches, ich schwinge jetzt ein bisschen durcheinander, ist die Frau, eine Frau fährt mit dem Auto auf einer Landstraße und sieht dann ein Mädchen, wie sie auf der Straße steht und heult. Bleibt stehen mit dem Auto, steigt aus, geht zu dem Mädchen und fragt, was denn los sei. Die schaut sie an, lacht und auf einmal kommen ganz viele Kinder und die jagen sie und beißen sie und versuchen sie lebendig zu essen. Die Frau rennt um ihr Leben und rennt und rennt und rennt und rennt. Ja, und diese Kinder versuchen sie zu erschlagen und zu anzugreifen und irgendwann springt sie, glaube ich, sogar ins Wasser vom Berg so runter. Und überlebt und erzählt den Polizisten, sie wurde von Kindern gejagt und wird dann als verrückt erklärt. Bis dann der eine Polizist meint, diesen Fall hatten wir aber schon mal, dass wir irgendjemanden in die Klapse geschickt hatten, der gemeint hat, er wurde von Kindern gejagt. Und dann fängt die Suche an. Und diese Frau, die in diesem einsamen Haus ist, erwartet Besuch und dann kommt der Besuch und es artet völlig aus, weil diese Menschenfresser einfach sich denken, boah, leck, wenn wir die alle flachlegen und niederlegen, also flachlegen nicht, wenn wir die alle niederlegen und erledigen, dann haben wir voll viel zu essen und oh, das ist so krass gut einfach. Einfach Spannung pur. Wie gesagt, ich empfehle es jedem. Jedem, der auf Blutrünstiges steht, auf Horror steht. Es steht zwar, ist es ein Thriller oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es Heine Verlag Hardcore. Ist das nicht göttlich? Und ja, also ich bin total begeistert. Ich würde es, glaube ich, immer wieder lesen, aber ich habe noch andere Sachen von Jack Ketchum, die ich lesen möchte. Und ich bin echt gespannt, was da noch so Blutrünstiges auf mich zukommt. Auf jeden Fall, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ich hoffe, die Buchreview ist zwar ein bisschen zu kurz, aber ich hoffe, sie war hilfreich. Jo. Ja, hier steht, die Gegend wird von einer Gruppe Verwahrloster heimgesucht, die unter primitivsten Bedingungen leben und Urlauber nur als Beute betrachten. Die Jagd beginnt. Saugeil. Also Leute, wenn ihr echt auf sowas steht, lest dieses Buch. Lest es. Okay, wie gesagt, einen schönen Tag wünsche ich euch noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!